Oh ja, was ich getan habe. Wir können hier auch andere Sachen reinpacken, wie zum Beispiel das hier, Leute. Das ist so verboten. Das war krass. Was ist denn da? Was? Oh nein, Leute. Und das alles, weil ich verbotene Items benutzt habe. Nein, ich wurde von Simucris City gebannt. Freunde, heute testen wir die verbotensten Items aus Minecraft. Und ich hoffe, ich werde nicht von Simucris City für immer gebannt. Freunde, schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um herauszufinden, ob ich von der Polizei geschnappt werde oder nicht. Weil Leute, was ihr gleich sehen werdet, das wird einfach zu krass. Ihr fragt euch auch bestimmt, warum ist hier so ein riesiges Loch drin, wo mich alles in die Luft gesprengt habe. Sogar mein eigenes Haus. Naja, ich habe eben schon so ein Item benutzt, Leute. Und es wurde einfach nur... Okay, egal, Leute. Egal. Ich würde sagen, wir fangen sofort an. Let's go! Als erstes müssen wir eine Crafting Bench platzieren. Und jetzt müssen wir... Leute, wisst ihr was? Wir gehen direkt in den Kreativmodus. Viel einfacher so. Perfekt. Und jetzt, Leute, zeige ich euch das erste verbotene Item. Wir werden damit auch später unsere Freunde pranken und mal schauen, wie die darauf reagieren werden. Es wird auf jeden Fall super lustig. Schaut, wie gesagt, bis zum Schluss. Und jetzt, let's go, Leute. Mal schauen, was passieren wird, wenn wir zwei Diamantenschwerter aufeinander packen. Und, boom! Was ist das denn? Was zum... Was? Verfluchtes Diamantenschwert? Schaut euch das an! Was zum Bidi-Pups ist das denn? Okay, das ist... Einmal ein Diamantenschwert mit dem 90-Grad-Winkel mittendrin. Und Leute, jetzt frage ich mich echt, was dieses Diamantenschwert kann. Also, das ist doch nicht normal, oder? Okay, wir müssen das austesten. Sollen wir das an unsere Freunde austesten? Ich würde sagen, als erstes nehmen wir uns hier Kühe. Nicht, dass wir unseren Freunden direkt wehtun, weil das kann richtig verrückt sein. So, zack, wir platzieren ein paar Kühe. Und jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich die schlage. Boah, warte mal. Habe ich gerade irgendwie alle Kühe in einem Radius komplett eliminiert? Mit einem Schlag? Okay, nochmal. Boom, Junge, was geht hier ab? Okay, das ist definitiv verboten, Leute. Aber, vertraut mir, Leute, das ist erst das erste Item. Und dieses Item ist noch nicht vollständig upgegradet. Denn wir können noch viel, viel, viel verrücktere Dinge mit dem anstellen. Der Radius ist halt einfach krass. Denn wir hitten eine Kuh und alle Kühe hier neben dem... Junge, das ist so OP. Warte mal, können wir das gleiche auch mit Zombies machen? Oder nehmen wir uns mal hier vorne Zombies? Zack, Leute. Wir platzieren die alle hier vorne und jetzt... Boom. Guck mal, wir machen allen gleichzeitig Schaden. Okay, aber Leute, wie gesagt, es wird noch verrückter und es wird noch verbotener. Okay, bisher hat die Polizei noch nichts gesagt. Ich habe noch keinen Stern hier in Minecraft bekommen, so wie in GTA. Aber vielleicht gleich, Leute, vielleicht gleich. Wenn ich das Ganze hier nochmal kombiniere nämlich. Und, kommt schon, Leute. Was kriege ich denn hier? Oh, das meinen die doch nicht ernst, oder? Das meinen die doch nicht ernst, Leute. Na gut, sollen wir das mal ausprobieren? Also, wenn das eine Diamond-Schwert schon so OP war... Wie OP wird dieses Diamantenschwert? Leute, schaut mal, was ich in der Hand habe. Wie sieht das aus? Und das Lustige ist, das geht halt auch so komplett aus dem Inventar raus. Hey, das ist doch unmöglich eigentlich, oder nicht? Warte mal, guck mal, was passiert, wenn wir es droppen? Wie sieht das? Junge, das ist einfach... Leute, das ist aber schon krass groß, oder nicht? Also schon sehr überdurchschnittlich groß für ein Diamantenschwert, ne? Aber Freunde, eigentlich kommt es nur auf die Technik an. Trotzdem werden wir es ganz mal ausprobieren. Was passiert, wenn wir diese Kuh hier hitten mit diesem Diamantenschwert? Es ist sehr, sehr verflucht, Leute. Deswegen lasst uns das austesten. 3, 2, 1 und... Leute, bevor wir es austesten, lasst alle ein Like da unten, ein Abo in 3 Sekunden. Damit das Schwert richtig OP wird. 3, 2... 1 und Like abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Schnell, Leute, let's go. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Mal schauen, was passieren wird, wenn wir diese Kuh hier vorne hitten werden. Aber wisst ihr was? Eigentlich tun die mir die Kühe leid. Die tun mir leid. Wir nehmen uns was Schreckliches. Wir nehmen uns einen Creeper. Den Creeper sind die schrecklichsten Kreaturen aller Zeiten. Die schleichen sich von hinten an, dann explodieren sich in die Luft. Die sind einfach nur heimtückige Leute. Das bringt denen absolut gar nicht, weil die selber dadurch einfach nur draufgehen. Deswegen, Leute, den müssen wir es jetzt zeigen. Den müssen wir jetzt zeigen. Creeper, kommt her. Boom. Yo, der Radius. Also ich dachte gerade nur, der Radius hat sich nochmal vergrößert, aber... Warte mal, was war das denn? Der eine Creeper ist einfach komplett in die Luft geflogen. Hallo? Hallo? Hä? Warte mal. Wir müssen mehrere platzieren. Platzieren wir ganz viele Creeper nebeneinander. Und ich glaube, umso mehr Creeper wir nebeneinander platzieren, umso höher fliegen die fast. Alter, wenn wir das gleich an unseren Freunden austesten, das wäre ja mal sowas von ehrenlos. Junge, er fliegt einfach bis ganz nach Afrika, Leute. Wohin mit dem? Wohin mit dem Creeper? Ey, ihr habt es euch sowas von verdient. Die Kühe lassen wir jetzt ab jetzt in Ruhe. Jetzt testen wir das Ganze an den Creepern aus. Junge, was? Alter, wie OP ist das?
Leute, falls ihr das auch unbedingt craften wollt in Minecraft, dann kommentiert jetzt mal alle Hashtag Diamant in die Kommentare, denn ich liebe Diamanten und deswegen ist dieses Schwert nochmal sowas von cooler. Schreibt die geheime Diamantennachricht in die Kommentare, Leute. Und dann werden wir noch mehr mit dem Schwert austesten, wie zum Beispiel Simlucky das Schwert in den, nix. Leute, ich würde sagen, wir craften das nächste Schwert und jetzt mal schauen. Ihr dachtet, es war schon alles. Nein, es geht natürlich noch weiter. Es geht natürlich noch weiter. Nämlich wird es jetzt noch verrückter. Und mal schauen, was als nächstes passieren wird. Und das ist erst das erste Item und es kann nicht aufhören, Leute. So, zack, wir nehmen unsere Creeper wieder und wir testen sofort aus, Leute. Hier, schaut euch das an, das ist nochmal doppelt so groß und lang wie das andere Schwert. Ist komplett verhakt in... Junge, was ist das, Leute? Schaut euch das Schwert an und dann das hier nochmal im Gegensatz. Junge, das ist einfach das doppelte Gefühl. Guck mal, es geht... Es hat sogar zwei Schwerter ineinander. Seht ihr das, Leute? Es überkreuzt sich sozusagen. Junge, einfach ein Schwert wächst aus dem anderen. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht so viel rum. Wir testen das sofort aus. Wir testen das sofort aus. Was? Was? Okay, 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 okay. Also, das erste Schwert hat irgendeinen krassen Radius. Das zweite Schwert tut die Creeper bis ganz nach oben schleudern. Und das dritte Schwert aktiviert Blitze. Und Blitze machen eigentlich Creeper noch stärker, wie ihr seht. Weil Creeper kriegen dann einfach so einen Mega-Boost und werden zum... Gehen einfach in den Saiyajin-Mode, wenn man die einmal hier so zerblitzt. Boom, Junge! Alter! Lass mal in den Kreativmodus gehen. Oh nein, das war keine gute Idee. Oh nein. Habt ihr das gesehen? Wie krass die Creeper auf einmal wurden. Schaut euch diese riesige Explosion an. Leute, das Schwert ist krass. Einfach Blitzattacke. Einfach Blitzattacke. Simlucky, Luke, Nelly, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Ich werde euch gleich so hops nehmen. Oder Billy. Junge, wir werden ihm das Schwert richtig reinschieben, Leute. Das wird so lustig. Mal schauen, ob es noch extremer wird, okay? Also, das war ja eigentlich schon absolut extrem. Aber geht es noch schlimmer? Geht es noch schlimmer? Hier haben wir das Schwert. Nein. Es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Junge, was ist das denn jetzt? Okay, wenn das jetzt nicht komplett OP ist. Blitze, hochschleudern. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt, Leute? Was kommt jetzt? Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Alter, wir müssen in unsere Schule, Leute. Wir müssen es in unserer Schule austesten. Wir müssen das in unserer Schule austesten, damit wir keinen Schulunterricht mehr haben. Ich habe keine Lust mehr auf Mathe. Es nervt mich einfach, Leute. Ich frage mich auch, wie viel Schaden das macht. Okay, komm, wir testen es aus. 3, 2, 1, boom! Hä? Ist irgendwas Neues passiert, Leute? Habt ihr irgendwas gesehen, was diesmal passiert ist, was davor nicht passiert ist? Hm, ich hab nichts gemerkt, Leute, aber wir testen das Ganze mal nochmal an Hühnern aus. Oh. Oh, das war's mit den Hühnern. Unsere nächsten Versuchskaninchen sind die Spinnen. Ich meine, die sind so eklig, die haben es eh nicht verdient, hier auf der Welt zu sein. Okay, Freunde, egal, wir testen es aus. Boom! Hä? Okay, ich check es nicht. Also, was kann das Schwert, was das andere Schwert nicht kann? Blitze? Macht es vielleicht mehr Blitze? Kann sein, oder Leute? Vielleicht macht es einfach mehr Blitze. Warte mal, wir testen es aus. Kann sein, wirklich. Okay, ich glaube, es liegt wirklich... Oder es ist halt in jedem Effekt nochmal krasser. Boom. Boah. Okay, ich glaube, es macht mehr Schaden und mehr Blitze. Das kann wirklich sein, Leute. Okay, ich muss was ausprobieren. Ich muss was ausprobieren. Ganz wichtig. Leute, seht ihr, was ich mache? Ich spawne eine riesige Zombie-Apokalypse. Wuhu! Alter, okay. Hä? Das sind gar nicht so viele Zombies. Ich brauche mehr Zombies. Okay, Leute. Mal schauen, was dieses Schwert gegen diese Armee anrichten kann. Kommt her, Zombies. Boom. Wow, ich meinte es doch, Leute. Schaut mal, wie viele... Alter, die werden alle geblitzt in so einem fetten Radius. Das ist krass. Das ist krass. Leute, wisst ihr was? Wir haben ja noch unsere Zombie-Armee. Jetzt machen wir direkt weiter. Wir machen sofort weiter. Wir kombinieren das Schwert noch einmal mit dem nächsten verrückten Schwert. Und dann erhalten wir das. Was ist das? Das ist noch krasser. Junge, Junge, das ist größer als mein ganzes Inventar. Okay, wir müssen es austesten. Wir müssen es austesten. Hey, welches ist denn jetzt was? Okay, das ist das, was noch nicht so krass ist. Das ist das Krasseste, was wir bisher haben. Leute, ihr denkt, war schon alles mit dem Schwert. Es wird noch krasser, Leute. Es wird noch krasser. Boom, Junge. Yo, jetzt explodieren sogar Sachen in die Luft. Seht ihr das? So kleine Explosionen. Alter, das ist krass. Das ist krass. Okay, Leute, wir machen direkt weiter. Wir machen direkt weiter. Es wird noch heftiger. Es wird noch heftiger und noch krasser. Junge, das ist in meinem ganzen Inventar drin. Schaut mal, wie riesig das ist. Was ist das? Okay, wir müssen es austesten. Wir müssen es austesten, Leute. Okay, ich würde sagen, let's go! Wow! Okay, ich kann es kaum abwarten. Ich muss es unbedingt an Simlucky hier eigentlich austesten. Aber bevor wir das machen, müssen wir jetzt nochmal schauen, was daran jetzt so krass ist an diesem Schwert. Ich glaube, das macht halt noch krassere Explosionen als das andere. Leute, einfach ein Zombie. Ein Baby-Zombie auf einem Huhn. Habt ihr das schon mal gesehen, Leute? Wenn ihr das mal gesehen habt, dann kommentiert alle eine 1. Und wenn ihr das noch nie gesehen habt, dann kommentiert alle eine 2, Freunde. Jo, einfach...
ein Zombie-Baby auf einem Huhn. Aber ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, deswegen kommentiere ich mal eine 1, Leute. Kommentiert ihr mal, ob ihr es gesehen habt oder nicht. Und jetzt würde ich sagen, attackieren wir mit dem Schwert. Let's go! Junge, ich habe einmal geschlagen und alle Zombies auf dem ganzen Gebiet sind einfach weg. Die sind einfach weg. Nichts mehr zu sehen von denen. Alter, das ist krass. Das ist krass. Aber Leute, es wird ja noch krasser. Und das ist erst das erste Item. Ihr müsst unbedingt bis zum Schluss schauen, um die nächsten nicht zu verpassen. Was ist das? Ist das krasser als das hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Stop. Es heißt... Leute, ich kann euch mal zeigen, wie das Schwert heißt. Ich zeige euch es. Ich zeige es euch. Es heißt Stop. Ihr seht es. Es heißt Stop. Tu das nicht. Du sollst es nicht benutzen, heißt das. Sollen wir es benutzen, Leute? Was sagt ihr? Ich würde sagen, wir benutzen es. Freunde, aber diesmal benutzen wir es nicht an irgendwelchen Zombies, sondern an keinem geringeren als... Dort vorne lebt der kleine Typ. Simlucky. Simlucky, ich komme. Und wie konnten wir von so einem Mini-Schwert auf so ein Schwert kommen? Ich check es nicht, Leute. Simlucky, komm her. Bevor wir jetzt zu Simlucky gehen, ich will eine Sache austesten. Können wir die Wither one-shotten? Können wir die Alter, was ist hier gerade passiert? Wir haben den Wither in einem Schlag aber weggehittet. Und nicht nur das, guck mal hier. Boom. Was geht da ab? Und was fliegt hier in der Luft? Sind das Feuerbälle? No way. Boah, wir können die einfach schleudern. Was? Wir können Feuerbälle erzeugen, die übelst krass sind und die wir schleudern können. Boah. Okay, damit müssen wir jetzt den Lucky pranken. Das ist so krass, das Schwert. Mal schauen, wie der reagieren wird, Leute. Okay, was machst du da? Naja, schau mal hier. Was immer aus meinem Haus. Habe. Siehst du das? Yo, wie krass sieht das denn aus? Wie riesig. Ja, und jetzt den Lucky. Nimm weg, bevor du mich aufwirst. Da, Simlucky und... Nein, boah. Lass mich in Ruhe, ey, wo kannst du fliegen? Boah, ist das krass, Alter. Was? Was sollte das, Okri? Ich spreng dein Haus in die Luft. Das war das erste Item und jetzt gehen wir rüber zum nächsten Item. Hey, Junge, Simlucky, so hab's genommen, das war so lustig. Hey, woher hast du das? Das ist verboten. Hä, ey, was willst du machen? Willst du die Minecraft-Polizei rufen? Die Minecraft-Polizei, ganz genau. Was? Oh nein, Leute, wir müssen schnell die nächsten Items austesten, die verboten sind, bevor Simlucky die Polizei ruft. Sonst werden die mich bannen von Simlucky City. Die haben noch viel krassere Waffen. Zulassen. Als nächstes werden wir Pizza machen. Und ihr fragt euch, wofür müssen wir Pizza machen? Naja, ich sag mal so, mit dieser Pizza kann man nicht nur, die kann man nicht nur essen. Mit der kann man sogar ein Ende daran besiegen. Ihr fragt euch jetzt, wie klappt das Ganze? Ich zeig euch. Ich zeig euch. Aber erstmal müssen wir zum besten Pizzamann aller Zeiten werden. Und dafür müssen wir jetzt heißgeil Pizza craften. Leute, ich mache jetzt die leckerste Pizza aller Zeiten, aber auch die gefährlichste Pizza aller Zeiten. Boom. Was haben wir denn hier? Wir haben Pizzateig, aber da fehlt doch noch was, oder nicht? Schaut, was passiert, wenn man rohe Pizza isst. Nichts Gutes. Ah, wir werden vergiftet. Okay, Leute, ich hätte lieber nicht rohe Pizza essen sollen ohne nichts. So, wir haben unsere Pizza im Ofen gemacht und jetzt sollte die fertig sein. Wir schneiden die Pizza jetzt in Stücke und alle fragen sich, warum gibt es eigentlich keine Pizza in Minecraft? Ich werde es euch jetzt zeigen. Und Leute, das ist so verboten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gebannt. Ich mein's ernst, Leute. Freunde, das ist die verrückteste Pizza aller Zeiten und ich werde jetzt Lucky dazu überreden, dass er sie mit mir essen soll. Simlucky, hast du Hunger auf Pizza? Erzähl mal. Ja, okay, wo ist deine Pizza, hm? Hier vorne ist sie, aber Simlucky, warte einen Moment. Gib mal her, Ukri, ich hab so Hunger. Bitte, warte, Simlucky. Hier vorne ist der Pizza-Delivery-Guy. Das ist der Lieferant. Yo. Lass uns ein bisschen Pizza gönnen. Schau mal hier vorne, ey, Pizza-Box. Hier ey, Simlucky, schau mal, ich hab eine Pizza-Box für dich. Wie kann ich die platzieren? Ah, einfach hinwerfen. Lol. So, Simlucky, wir werden jetzt gemeinsam Pizza essen, okay? Hier, ich nehme ein Stückchen raus und jetzt ess das einfach mal, okay? Schau mal, wie OP der ist. Die gibt einfach Regeneration. Ehrlich? 5. Warte mal, ich teste auch Alter. Aus. Alter. Wow. Pizza ist so OP in Minecraft. Aber Simlucky, jetzt ist die Frage, was passiert, lecker, wenn wir ganz viel Pizza essen? Was meinst du, Ukri? Ich habe Regeneration. Oh ja, es Ukri, lecker. Boah, ich hab sogar... Schau mal, was du bekommen hast. Was ist das denn, Ukri? Was ist das? Simlucky, das sind unsere Pizzaherzen jetzt. Und wenn die weggehen, Simlucky, das heißt, wir sind jetzt süchtig nach Pizza. Und wenn wir jetzt nicht lang genug Pizza essen, also keine Pizza mehr haben, dann werden wir einfach sterben, Bro. Sollen wir es ausprobieren? Warte mal. Du meinst nicht, das ist jetzt... Wir haben eine Sucht entwickelt? Ganz genau, wir haben eine Sucht zu Pizza entwickelt und deswegen ist das Item so verboten. Aber Simlucky, weh, du isst jetzt noch mehr Pizza, weil sonst passiert was richtig Schreckliches. Vertrau mir, nicht mehr essen. Pizza ist Pizza, Ukri. Guck mal, das ist eine Sucht. Wir müssen jetzt einfach weiter essen. 4 Sekunden, ich muss essen, Simlucky, du hast zu viel gegessen. Simlucky, ich hab sie doch gesagt, du hast dein ganzes Haus kaputt gemacht. Ich hab sie doch gesagt, wenn man zu viel Pizza isst, explodiert man. Also Leute, deswegen ist Pizza essen verboten in Minecraft und deswegen gibt es auch keine Pizza in Minecraft, weil die ist schrecklich. Guckt euch das mal an, Warte mal. Und ja, der Timer fängt an. Seht ihr, unsere Herzen sind voll und jetzt schaut, was passiert. Und boah,
Was? Alles fliegt in die Luft. Leute, keine Pizza essen in Minecraft, das ist verboten. Sonst kommt ihr ins Gefängnis. Mein ganzes Haus ist einfach kaputt gegangen, weil ich Pizza gegessen habe. Und damit komplett geprankt, Sim Lucky. Aber warte mal, ich will auch mehr Pizza essen. Oh nein, Sim Lucky ist für übersichtlich nach Pizza. Wir müssen ihn aufhalten. So, wir platzieren hier 4 TNT und in die Mitte eine Werkbank. Und jetzt haben wir das verbotene TNT. Schaut euch das an. Was zum... Okay, damit können wir Sim Lucky jetzt zu Hops nehmen. Schaut euch das mal von innen an. Okay, warte, wir müssen es platzieren. Wir müssen es platzieren. Hör, das sieht aus wie ganz normales TNT, oder nicht? Warte mal, wir können es öffnen? Was? Also, wenn ich gleich nicht gebannt werde, das ist sowas von verboten, Freunde. Leute, was können wir jetzt mit diesem TNT anstellen? Man kann das sich einfach von innen anschauen. So sieht TNT von innen also aus. Krass, wusstet ihr das, Leute? Boah, Leute, lasst mal auch allen Like da unten ein Abo, wenn ihr auch noch nie TNT von innen gesehen habt. Aber, Leute, bevor wir da jetzt Sachen reinpacken, weil ich glaube, in dieses TNT können wir einfach Sachen reinpacken, wie Raketen und alles drum und dran und somit einfach eine Custom-TNT-Explosion erstellen. Aber bevor wir das machen, craften wir noch schnell was anderes, wo mich auch so Lucky pranken will, weil das ist so krass, Leute. Schaut euch das mal an. Das craften wir wie ein genannt normaler Kolben, aber eine Sache ist anders. Wir packen hier in die Mitte noch einen Kolben und boom. Wir bekommen wieder ein Custom-Item und das ist super verboten. Leute, das ist ein Pisten, der nicht ein normaler Pisten ist, Leute. Ihr seht schon, der sieht auch ein bisschen anders aus. Schaut euch das an. Ich weiß nicht, also das werden wir gleich alles noch austesten, Freunde. Aber bevor wir das machen, werden wir hier vorne noch unser Custom TNT bauen. Ich habe mir hier einfach hier was vorbereitet. Lass uns doch mal TNT reintun. Man kann einfach TNT in TNT tun. Schau mal, wie cool das aussieht. Okay, wir haben hier noch mehr Items. Wie wäre es, wenn wir eine XP-Flasche noch reinpacken? Ey, wenn wir das an Sim Lucky gleich austesten, das wäre so lustig. Schaut euch das an, mal wie die XP-Flasche einfach aussieht. Und jetzt noch eine Rakete, Leute. Boom. Wir haben ein TNT, welches TNT drin hat, eine XP-Flasche drin hat und eine Rakete drin hat. Können wir es jetzt zumachen? Es klappt. Wir haben es zugemacht. Es sieht jetzt aus wie ein normales TNT. Aber was wird passieren, wenn wir es zünden werden, Leute? Wir machen es, Leute. Sim Lucky, bist du bereit, das verbotenste TNT aller Zeiten zu sprengen? Wenn wir das sprengen, ich glaube, dann gehen wir wirklich ins Gefängnis und werden gebannt. Hä, es sieht doch ganz normal aus, Sukri. Was ist das für ein TNT? Das ist das verbotene TNT. Das sieht normal aus, aber jetzt schau, was passieren wird. Und boom, wir kriegen Custom-Fähigkeiten. Jo, was geht jetzt noch ab? Ey! Hast du das gesehen? Lol. Da war eine Rakete drin. Warte, aber das Ding ist, wir können das auch noch mit anderen Sachen austesten. Das war jetzt nicht so krass, aber wir können da noch andere Sachen reinpacken. Wie wär's, wenn wir dort vorne, schauen wir, wie machen das hier auf? Dragon Egg. Sim Lucky, siehst du das hier? Ich würde sagen, das packen wir jetzt mal innen hier rein. Was hast du da kombiniert, Ukri? Ich hätte da gleich was Schlimmes raus. Siehst du das überhaupt? Ich packe da gerade Sachen rein ins TNT. Siehst du das, wie krass das ist? Ja, sehe ich, Junge. Das TNT hat sich geöffnet und du kannst einfach Sachen reintun. Oh ja, das ist so heftig. Und jetzt lass uns das zumachen. Dran, ich habe der Elder dran Eier reingetan. Und jetzt lass uns das zünden. Ich renn weg, okay, ich renn weg. Passieren? Was wird passieren? Nein. Da kam einfach aus dem TNT kam Elderdrachen. Junge, was zum Billypups, Leute. Hier sind richtig viele Elderdrachen einfach jetzt in unserer Stadt drin. Sim Lucky, was machen wir jetzt? Wir zerstören hier alles. Wie viele sind das? Alter, das TNT ist so cool. Wir können einfach alles reinpacken, was wir wollen, Leute. Das ist super verboten. Und jetzt, Leute, werden wir das TNT mit den Nether-Sternen aufs maximale Level bringen. Schaut euch das an. Schau's mir an, Ukri. Nimm, hast du ein Feuerzeug? Siehst du, wie das leuchtet? Ich hab ein Feuerzeug, Ukri. Okay, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert wird. Das ist jetzt alles aufs maximale Level. Das hat ultra Junge, guck mal, wie das geht, einfach Feuerwerk. Alter, das war krass, Junge. Alter, ich hab das TNT aufs maximale Level getan. Ey, das macht unsere Statue kaputt. Ich hab keinen Kopf mehr, Ukri. Guck mal, ich hab keinen Kopf mehr. Bro, das ist einfach so krass, Junge. Das ist sowas von verboten. Guck mal, selbst die Slimes sind kaputt gegangen. Aber jetzt als letztes werden wir uns noch was krass. Guck mal, wir schauen uns aber das letzte Item an. Und das ist komplett illegal, oder? Das Item ist komplett verboten in Minecraft. Junge, wenn du das benutzt, dann wirst du für Minecraft gebannt. Dann werden wir für immer gebannt. Und das will ich eigentlich nicht, weil Minecraft ist Leben, Leute. Minecraft ist Leben, aber wir werden es jetzt tun für euch. Du weißt doch, Sim Lucky, dass Kolben eigentlich nur nach vorne gehen. Also geradeaus, oder? Aber heute haben wir einen Kolben am Start, der verboten ist und der direkt weggebannt wird, wenn wir den benutzen. Hä? Oh yeah. Pisten sind doch eigentlich gar nicht verboten, Ukri. Was hast du jetzt vor? Sim Lucky, wenn du wüsstest, was ich vorhabe. Was ist das denn? Ja, das ist ein Kolben, der leuchtet so ein bisschen. Aber bisher noch alles ganz normal, aber jetzt schau mal. Zack, Leute. Es sieht noch aus wie ein normaler Pisten. Keine Sorge, es wird sich aber noch verändern. Das wird der krasseste Pisten, den ich jemals gesehen habe. Leute, wir können nämlich den Pisten einfach verlängern. Schau dir das an. Siehst du das? Wie krass das aussieht. Wie machst du das denn? Junge, was ist das? Es geht nicht nur zur Seite, es geht auch. Mach mal so eine Schlange, mach mal so eine Schlange. Ich hab schon gemacht, warte mal. Und jetzt? Jetzt können wir da aktivieren und. Boom, schau dir das an. Yo! Wir können mit einem Hebel. Stimmt, ich versuche dich mal wegzustoßen und. Und? Du musst eins davon. So, zack. Und? Es klappt nicht. Aber wir können Blöcke wegstoßen. Nein, doch, oder? Doch, klar. Schau mal. Ey, das sieht so komisch aus. Das ist so verboten. Und das ist illegal, Bro. Schau dir das an. Ey, jetzt kannst du mich aber auch wegschubsen, ne? Mach mal mit Slimeblöcken. Versuch mal mit Slimeblöcken. Warte, wir nehmen uns Slimeblöcke.
Zack. Ey, schau mal, ob dieser verbotene Pisten auch Bad Watch kommen her, komm her, komm her, komm her, komm her. Und? Und so. Und boom. Das Schleim ist verschwunden. Der ist hier teleportiert worden. Aber, Sebastian, weißt du, was auch das Krasse ist? Man kann mit diesen Blöcken einfach nicht nur einen Block, also man kann mit dem Pisten nicht nur einen Block bewegen, sondern mehrere. Schau dir das an, wir platzieren hier drei Blöcke und... Boah, guck, wir bewegen die alle gleichzeitig. Ey, aber das ist nicht alles. Wir können noch mehr. Wie viele kannst du davon bewegen? Platzier mal richtig viele. Ich hab eine Idee. Lass uns mal versuchen, den Villager... Lass uns versuchen, den Villager hier zu retten. Okay, der hier in der Glaskuppel ist. Schau dir das an. So, zack. Und wir müssen sozusagen dieses Glas hier wegkriegen, ja? So, wir packen hier vorne mal einen Villager rein, Simaki. Boom. Und den müssen wir jetzt retten, okay? Zack, 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 zack. Schau dir das an, Junge. Man kann ihn einfach so oft drehen, wie du willst. Jo, mach mal... nein! Junge, das ist voll komisch, okay. Mach mal so einen Kreis. Okay, also ich versuche mal erstmal den Villager zu retten, okay? Zack. Mit dem Villager, komm schon. Du musst den Villager retten, Ukri. So. Und jetzt muss ich hier hin, warte. So, okay. Jetzt versuch. Nein, der Villager ist kommen. Ja, okay, ja, wieder rein, Junge. Der kommt da rein. Okay, wir versuchen jetzt den Villager zu retten, Leute. Auf 3, 2, 1. 2, 1 und 0. Boom. Ja, du hast es geschafft, Ukri. Du hast es geschafft. Jetzt kommst du hier raus. Du bist frei. Will ich? Hä, will ich raus? Ich glaube, der will angezündet werden, Ukri. Der will ganz sicherlich angezündet werden. Aber wie krass ist das bitte sehr, Leute? Freunde, wir haben hier gerade einen normalen Pisten gecraftet. Aber kann man das auch mit einem klebrigen Kolben machen? Wir werden es ausprobieren. Vielleicht können wir auch so einen richtig coolen, komischen, verfluchten, klebrigen Kolben craften. Wir packen wieder unser Stein hier vorne hin. Boom. Redstone. Oben das Holz hin. Und jetzt tun wir mal einen klebrigen Kolben in die Mitte. Und es klappt. Wir haben jetzt einen von diesen klebrigen Kolben, Leute. Leute, ich will mal was aussetzen. Kann ich das so platzieren, dass es nach oben zeigt? Ja, kann ich. Okay. Jetzt will ich unbedingt was ausprobieren, Leute, okay? Wie hoch geht das? Yo, das ging ja mal richtig hoch. Können wir uns jetzt nach oben boosten? Nee, wir gehen da durch. Wir gehen da durch, das ist nicht so cool. Aber was, wenn wir einen Diamantenblock hier oben platzieren? Und? Nein, wir werden einfach durchgebuggt. Ey, Mann, wie schade, Leute. Aber wie viele Blöcke kann ich jetzt nach oben transportieren? So vielleicht? Und? Was? Es kann einfach richtig viele Blöcke nach oben transportieren. Ey, Leute, das ist eigentlich so ein cooles Feature in Minecraft, wenn das wirklich ein echtes geben würde. Aber Leute, leider ist das einfach gebannt von Minecraft und wir dürfen das gar nicht benutzen. Ich muss was anderes ausprobieren. Das müssen wir unbedingt austesten. Ihr wisst ja alle, man kann Bedrock nicht bewegen mit Kolben. Und wir müssen jetzt das austesten, ob das wirklich funktioniert. Vielleicht funktioniert das mit diesem Kolben. Und... Warte. Das ist doch nicht richtig, oder? Okay, wir nehmen uns den ganz normalen Kolben. Man kann Bedrock doch nicht bewegen. Seht ihr das? Normalerweise klappt das nicht. Was? Wir können einfach Bedrock mit einem Kolben bewegen. Ey, das ist so illegal, Leute. Das ist so verboten. Ich hoffe, die Polizei kommt gleich nicht. Junge, einfach, wir können Bedrock mit einem Kolben bewegen. No way. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Können wir jetzt ganz viel Bedrock... Wir bewegen einfach so viel Bedrock. Leute, das ist doch eigentlich unmöglich, weil Bedrock ist eigentlich so schwer und unzerstörbar. Man kann das gar nicht bewegen. Aber wir haben es einfach geschafft. Okay, ich habe eine Situation jetzt hier vorne, Freunde, die jeder von uns kennt, ja? Nämlich, man ist auf der Couch oder man schläft gerade fast ein und dort hinten ist zum Beispiel das Trinken. Aber bei mir ist es ein Diamantenblock, weil ich liebe Diamanten. Und ohne Diamantenblöcke kann ich nicht schlafen. Bevor ich jetzt hier einpenne auf der Couch, muss ich mir doch den Diamantenblock schnappen. Aber ich will nicht aufstehen, weil ich bin zu faul. Wer kennt das, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Alleine eins in die Kommentare, wenn ihr das auch kennt. Schnell, Freunde! Man hat einfach keinen Bock aufzustehen nochmal. Obwohl das eigentlich nur ein paar Sekunden dauert. Leute, und jetzt testen wir was aus. Wir machen jetzt eine Technik. Wir benutzen eine spezielle Technik. Nämlich platzieren wir hier vorne diesen Kolben. Boom. So einen klebrigen Kolben. Wir werden das einmal hier zack, zack, zack. So, der Diamantenblock, der ist zum Beispiel hier hinten. Ja, ein bisschen weiter weg, Leute. So. Und Leute, wir wollen unbedingt den Diamantenblock haben, weil es ist unser Ein und Alles sozusagen. Ich liebe Diamanten, ihr wisst es doch, Leute. Und jetzt platzieren wir den Diamantenblock hier vorne. Und Leute, wir haben keinen Bock, den Diamantenblock zu holen. Deswegen gehen wir jetzt einmal... Drücken wir einfach auch mal hier kurz auf den Hebel und dann boom. Und jetzt zack. Und schon haben wir unseren Diamantenblock und können an ihm lecken. Kamera aus. Oh, jetzt kann ich endlich schlafen gehen mit meinem Diamantenblock. Ich liebe Diamanten. Hashtag Diamantengang in die Kommentare, Freunde, schnell. Ey, das wäre eigentlich so eine coole Technik und ich glaube, man kann damit noch viel, viel mehr machen. Schreibt es in die Kommentare, was ist eure Meinung zu diesem krassen Pisten? Wir können das natürlich wir können dann noch viel, viel mehr Sachen ausprobieren. Übelst verboten, Leute. Ich glaube, wir werden gleich noch in diesem Video gebannt. Und falls ihr wollt, dass wir nicht gebannt werden, lasst einen Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit Minecraft sieht, dass die Videos gut ankommen, dann werden wir nicht gebannt. Oh ja, Leute, abonniert auch gerne meinen Freund, Sebastian, jetzt wirklich verdient. Und jetzt würde ich sagen, raus, nächstes Video, damit wir nicht gebannt werden. Hier vorne auf die nächste Folge, damit ihr auch nicht von Minecraft gebannt werdet. Und let's go! Was passiert denn jetzt, Leute? Was? Du wurdest von diesem Server gesperrt? Was? Oh nein, Leute.
Und das alles, weil ich verbotene Items benutzt habe. Nein, ich muss Simokristi gebannt.